Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen der Skylines und Stadt, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Guild Wars 2. Alleine, immer noch. Wie eh und je. Weil, ist so. Und, anscheinend können wir hier so ein bisschen was erlernen. Braucht ihr was? Zeit zu gehen. Nein. Ich werde jetzt gerade nur Dingens aktivieren. Boom. Ah, was doch. Kätzchen hat auch ein Schwertchen. Zurück! Was ist denn da los? Braucht jemand Hilfe eines Legionärs? Eine, die gerne mal festhängt? Was haben wir denn hier? Ich brauche Schmieden oder sowas. Nicht so ein Rotzschneiderin-Kacke. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn als Weitläuferin? Brauche ich da Schmiede oder wirklich... Dingens. Wo brauche ich Leder oder sowas? Lederer sind gewandt in der Kunst der Herstellung bequem und gut aussehender Rüstung für Weltreisen. Seid ihr interessiert? Alles herstellen. Mittlere Rüstung, Inventarrucksäcke und Runen. Okay. Mittlere Rüstung ist das, was wir brauchen. Ihr seid jetzt Lederin. Wenn ihr das Material habt, begeht euch zur Lederstation. Beginnt mit eurem Handwerk. Befahrung zur Lederin. Fragt mich, was ihr wollt. Eine mittlere Rüstung herzustellen, kombiniert ihr in einer Lederstation zwei Komponenten mit Inschriften. Wo finde ich Materialien zur Fertigung von Lederartikeln? Ihr könnt sie kaufen, und zwar bei mir, beim Handelsposten oder beim Ressourcenknoten auf der ganzen Welt. Fragen? Wie lerne ich neue Sachen herzustellen? Experimentiert mit den Komponenten in der Anzeige Entdeckung der Lederstation, um neue Rezepte zu erlernen. Wozu diesen Runen? Ein Rüstungsteil kann jeweils eine Runenverbesserung aufnehmen. Wenn ihr verschiedene Rüstungsteile mit demselben Runentypen tragt, wird die Kraft der Runen gesteigert. Okay. Boah, 14? Wie viel macht das? 12 Pelze, okay. Nehmen wir das hier. Okay. Handschuhe, Insignien, Rucksack. Ich habe keine einfache Lederwerkzeuge. Okay, das ist natürlich sehr komplex, Alter. Finde ich denn bitte schön? Kupfer, Eisen, Eisen, Spitzhacke,
Erntesichel, Fälleraxt. Kriegt das gar nicht hier oder was? Das ist natürlich scheiße. Wo soll ich denn sowas herholen? Eisensichel, Holzfällerachs, Spitzhacke, das war's. Was? Das ist mehr als doof. Ohne dementsprechende Ausrüstung kann ich gar nicht damit anfangen. Kann ich hier ein bisschen einlagern? Das ist ganz gut. Ich hab Ware. Kauft ihr was? Das machen wir weg. Die ganzen Handwerksmaterialien können wir wegmachen. Alles mal wegmachen. Ah, es ist ein Beatmungsgerät. Jetzt weiß ich, warum ich das nicht reinmachen konnte. Siehst du? Raus damit. So, jetzt haben wir mal ein bisschen mehr. Das Schwert auch reingemacht. Ne, habe ich alles hier. Lasst hören. Okay. Die Legion ruft. Okay. Braucht ihr was? Okay, ich kann mit beiden sprechen. Kein Rabatt. Oh, danke. Okay, Inventar. Die Legion ruft. Was denn? Weg. So. Okay, jetzt haben wir es hier auf der Bank abgesetzt. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt habe ich gerade herausgefunden, dass ich das hier unten dran machen muss. Ein Beatmungsgerät für Unterwasseraktion. Sehr schön. Nicht wirklich. Was hast du so? Oh, Paprika und so ein Scheiß. Sieg, koste es, was es wolle. Äxte, Dolche, Hämmer, Großschwerter, Streitkolben, Schilde, Stiege, Speere und Schwerter. Interessant, brauchen wir nicht. Rüstungsschmiede. Die Pflicht.
Amulette Ohrringe aus dem Edelstein transformieren in Stufe interessant, brauche ich nicht. Ich wäre jetzt noch so gerne hier mit Pfeil und Bogen und so ein Scheiß. Und ich könnte noch irgendwas haben, was ich auch bessern kann. Hier anscheinend nicht. Was haben wir hier? Kochstation. Nein. Ich bin keine normale Hausfrau. Marsch ist duster. Das ist die Lederstation. Schmeckt gut durchgekocht am besten. Ja, finde ich auch. Aber wo kann ich denn hier noch für Bögen und sowas was herstellen? Was haben wir denn hier für eins? Gelb ist schlechter. Kauft ihr oder verkauft ihr? Sorry. Tja, anscheinend kann man nirgendwo. Ich kann euch zu einer Waldfrau machen und lernen, erstklassige Waffen wie Pistolen, Bögen, Kriegshörner und Fackeln herzustellen. Uns noch herstellen. Harpunenschleuder, Lang- und Kurzbögen, Pistolen, Gewehre, Kriegshörner, Fackeln und Stege. Bitte bildet mich aus. Ihr seid jetzt Waldfrau. Wenn ihr die Komponenten habt, begebt euch zur Waldmannstation und beginnt mit eurem Handwerk. Okay, danke. Soweit ich weiß, kann man zwei Stück. Mächtige grüne Endschrift, bla bla, Fackel. Ach, so stelle ich die Dinger her, okay. Jetzt verstehe ich, gut, ich stelle die also so her. Dann habe ich das jetzt und jetzt wahrscheinlich auch die, ne? Zwei Sachen, wo habe ich denn die Lederin jetzt? Das war die Schmiede, ne, Lederstation. Fünf gespannte Rohlederflicken. Okay, damit mache ich also Rohleder. Gucken. Veredelung, Stiefel, Rucksack. Herstellen. 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 Schließen. Werkzeug. Ich habe drei. Okay, gut. Frag mich, wie ich das jetzt gemacht habe.
Was bringt mir das denn? Aber wahrscheinlich kann ich dann mit sowas hier halt dann. Okay, gut, verstehe. Aha, okay, es macht jetzt langsam ein bisschen Sinn alles. Ich weiß nicht, wofür das jetzt gut ist. Ah, okay, seltene Handwerksmaterialien. Also sagt das jüngste Junge, ihr haltet die Pest nicht drin. Awesome. Ist das ja alles. Schade. Okay. Bank. Ja, rein damit. Kann ich so weit, dass man nichts anfangen mit. Okay. Gut, müssen wir ein bisschen sammeln. Ich würde sagen, wir begeben uns zwar ein bisschen geschichtenmäßig weiter. Haben die Ecke hier ein bisschen kennengelernt. Nee, da müssen wir nicht hin. Ah, ja, ist hier. Wo muss ich denn hin? So, müssen uns beim Tribun, wir schwer mal sagen, melden. Kicken, dass wir mit der. Hallo, was kann ich für euch tun? Ich bin Solaja, wer seid ihr? Ich bin Salinos Kriegsbrecher. Als Diplomat war ich einer der Unterhändler beim Waffenstillstandsabkommen zwischen den Legionen und dem Königreich der Menschen. Das muss unangenehm gewesen sein. Die Verhandlungen laufen weiter. Es gibt noch allerlei Streitpunkte. Ich habe damit allerdings nichts mehr zu tun. Was tut ihr jetzt? Ich arbeite daran, Kala Flammenklings Erbe zu bewahren. Sie führte unseren ersten Sturz der Flammenlegion an, stellte den Ruhm der anderen Legion wieder her und öffnete weiblichen Soldaten viele Türen. Und so all die Grübelei über die Vergangenheit. Weil nun über 200 Jahre später Gaheron Belefeuer zum neuen Gott werden und über alle Legionen herrschen will. Wir alle brauchen Kala Flammenklings Beispiel als Inspiration. Was immer nötig ist, um die Flammenlegion endgültig auszulöschen. Lebt wohl. So. Jetzt guck mal, wie viele Reisepunkte die noch. Wenn's kaputt ist. Setzt es was. Ja, so ein Beifall, du Schwanz. Also was mit ihrem Hund Anna? Schneeleoparden. Huch. Hat sich woanders denn getan? Irena Luftklinge. Forst. Ist hier irgendwas? Gildenwerberin.
Ich kann nicht helfen, ich vertrete zentrale Gildenregister. Wie trete ich einer Gilde bei? Ihr könnt euch entweder mit einem Mitglied einer existierenden Gilde in dieser Gilde einladen lassen oder eure eigene Gilde gründen. Na ja, vielleicht komme ich später nochmal wieder. Alles das gleiche hier. Leider nicht. Dios mio. So, was haben wir hier oben jetzt? Den Kampf gestern Abend gesehen. Truppvisier. Leicht. Schwer. Schwer. Leicht, 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 leicht. Mittel. Stufe 35. Okay, hier gibt es einiges nices Zeug. Gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichsten Ränge. Alter, Stufe 60, Alter, willst du nicht verarschen? Rang 3, da brauche ich erst recht nicht zu gucken, Digga. Ich hoffe, es gibt noch ein paar schönere Rüstungen als sowas hier. Rüstungsschmied, Rang 1. Ja. Viehtreiberhelm, Mittel. Aber Stufe 35. Selbst 1 ist mir zu hoch. Was denn? Was gibt's denn hier noch so hübsches zu sehen? Wenn wir probiert sind, neue Waffe aus. Auch schön. Aber anscheinend ist hier halt nicht viel, außer die ganzen Schmiede. Ich vermute, meine Etage höher wird Waffen sein. Okay, gibt's hier nicht mehr zu sehen. Gut. Wir werden uns jetzt nach oben begeben. Bei Halo hießen sie Ehrengardisten. Was ist das denn da hinten, Alter? Sprecht, ich bin im Dienst und habe keine Zeit, den Touristenführer zu spielen. Der Wachdienst? Wenn euch Geschäfte hierher führen, dann erledigt sie. Wenn nicht, geht mir aus den Augen. Jemand an eurer Stelle hat doch sicher Muße für ein Gespräch mit. Nein, ich habe ich nicht. Jetzt hinaus. Marsch, marsch, verschwindet von hier. Gut. Spricht. Ich bin im Dienst, habe keine Zeit, Touristenführer. Gute Antwort, Soldatin. Das ist doch ein Kerl. Anscheinend haben wir nicht mit Schaben. Ich habe, was ihr braucht. Nein, hast du nicht. Was haben wir denn da hinten? Was haben wir denn hier? Nur ein paar chillige Plätze hier zum Gammeln. Gammel, 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 gammel macht mir hier keinen Spaß. Ich sag euch was. Macht schnell. Wie kann man denn da bekommen? Was wollt ihr? Hier sind Berichte von Siegen
Unterstützung gekommen, Trigun. Wir von der Blutlegion machen das, was wir immer tun. Wir kämpfen, wir zerschmettern, wir verstümmeln, wir siegen. Hat ihr etwas anderes erwartet? Wir trauen in die Legion. Gebt uns eine Waffe, weist uns den Feind und geht aus dem Weg. War das klar genug für euch Soldaten? Kristalga, ich werde jetzt gehen. Nein, ich will nicht den Blutlegion beitreten. Noch alles hier, Alter. Jasmir. Ja, möchte ich. Ich will nicht in die Blutlegion, ich will in der Asche-Legion bleiben. Huch, ich dachte, da kommt irgendwie eine Geschichte oder sowas. Was denn? Ihr kommt genau richtig für das Spektakel. Tribun Brimstone schreit sich da oben die Seele aus dem Leib. Schnauze jetzt! Und Tribun Wüstengrab legt sich auch mächtig ins Zeug. Tribun Brimstone? Rutlock Brimstone, Legionskommandeur von Rauchheim. Er ist der größte Tribun der Blutlegion, dem ihr geholfen habt, als ihr gegen den Geister Baradin gekämpft habt. Ach der, was er wohl will. Wir sollten Meldung erstatten und es herausfinden. Okay, viel Spaß dabei. Ich muss ja anscheinend irgendwie eine Wende. Mhm. Ich sehe nix, ich sehe nix. Du da, ich sehe hier grad gar nix. Du da, day. Soldaten der Blutlegion werden vermisst und ihr schuldet mir etwas. Ich habe euch überhaupt erst von den Sympathisanten in der Kneipe erzählt. Also verratet mir jetzt, was ihr dort rausgefunden habt. Störe ich, Tribun? Zeig her und der neue Legionär sind von der gezackten Klinge zurück. Hey, Moment mal. Ich kenne diesen Soldaten. Hat mit mir gegen Baradin gekämpft. Und jetzt schon Legionär. Ausgezeichnet. Ja, Tribun Wüstengrab hat mich befördert. Klug eingefädelt. Ebenso klug, wie euch als Spion auf die Flammenlegion anzusetzen. Die gezackte Klinge war die Taverne, die ich meinte. Was habt ihr dort rausgefunden? Haltet euch da raus, Brimstone. Das ist meine Operation, meine Information. Wenn ihr also nicht darum kämpfen wollt, würde ich jetzt gerne mit meinen Agenten reden. Fänger kann euch den Weg nach draußen zeigen. Na gut, ich gebe Asche hier einen großen Vertrauensvorschuss, Torga. Aber ich respektiere den Legionär, den ihr auf diese Sache angesetzt habt. Daher halte ich mich raus. Erstmal. Okay, cool, ja. Wir sind schon eine hoch angesehene Persönlichkeit. Ganz klar, wir sind ja auch wunderschön. Nachher in meinem Zimmer. Dann verbringe ich dich nämlich! Du hässliches Stück Scheiße! Verpiss dich! Hau ab! Keiner mag dich! Asche Legion! Woo! Legionär Selaija, ihr habt einen Auftrag von Tribun Wüstengrab. Wollt ihr, dass ich Bestimmungen für euch überprüfe oder Papierangelegenheit erledige? Ich bin der Auditant von Tribun Wüstengrab. Ich regle alle Angelegenheiten der Asche Legion. Aber eines Tages werde ich hoffentlich Schwerter schwingen und keine Federhalter mehr. Zustechen, Jungs. Ihr seid zum Totlachen. Na gut, da habe ich mich dumm angestellt. Aber kommt jetzt. Ha ha.
Seil beginnt, wenn sie schnüffelt. Wir machen uns natürlich super Freunde gerade. Ah! Wir geben ein gutes Team ab. Seit ich mich hingeschlichen habe, habe ich schon zu viel Zeit mit diesen Fanatikern verbracht. Ich hatte ganz vergessen, wie es ist, mit einem anderen Asche-Soldaten zusammenzuarbeiten. Ihr wart großartig. Vor allem, als die, da die Flammen dem weiblichen Geschlecht gegenüber nicht gerade freundlich gesonnen sind. Ja, normalerweise werden ihre Weibchen zur Schürzenlegion einberufen. War es dadurch nicht noch gefährlicher für euch, die Legion zu unterwandern? Es verschafft mir sogar einen Vorteil. Wenn ich ein paar Schritte hinter ihnen laufe, ahnen sie nicht, dass ich eine Zielscheibe auf ihren Rücken zeichne. Denkt ihr wirklich, dass es klug ist, eure Informationen der Blutlegion vorzuenthalten? Das ist ein Fehler. Wir werden bald in einem schmutzigen Kampf mit der Flammenlegion verwickelt sein. Und es ist die Aufgabe der Blutlegion, den ersten Schlag zu führen. Mein Vertrauen liegt in Torga. Wünscht mir Glück. Herrin, ich komme mit guten Nachrichten zurück. Legionärs Elijah erstattet mir Bericht. Wie lief die Operation bei der gezackten Klinge? Ja, Leute, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten, ja, wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss.